Frau Hoffmann, herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Ich glaube, das war die längste und ausführlichste, die ich je bekommen habe vor einem Vortrag. Aber es freut mich sehr. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, hier in dieser wunderbaren Vorlesungsreihe nun in gewisser Weise als Exot etwas sagen zu dürfen. Nicht so sehr zum Verhältnis von Migration und Geschichte oder Migration und sozialen Verhältnissen, sondern zu Migration und Museum. Und ich kann sagen, als überzeugter sowohl Museumswissenschaftler als auch Museumsmacher in dieser Institution, dem Museum und in der Art und Weise, wie das Museum Verhältnisse, Themen, Fragen spiegelt, in diesem Fall die Migration, kommt aber ganz viel zum Vorschein davon, was Geschichte ausmacht, was die Repräsentation von Geschichte ausmacht, was aktuelle Fragen, Befindlichkeiten einer Gesellschaft ausmachen. Und diese Thematik will ich nun heute ein wenig für Sie aufrollen in zwei Teilen. Ich werde Ihnen zunächst einen Überblick geben, eine Übersicht über das Feld der Migrationsmusealisierung, in dem sich in den letzten Jahren in Deutschland, aber auch natürlich darüber hinaus einiges getan hat. Ich will einige Trends und Tendenzen aufzeigen, auch einige kritische Anmerkungen machen, um Ihnen sozusagen einen Kontext für diese gesamte Fragestellung zu geben. In einem zweiten Teil werde ich dann in gewisser Weise den Hut wechseln, die Rollen wechseln und eher als Praktiker auftreten, werde Ihnen ein Projekt, das Frau Hoffmann ja auch bereits schon erwähnt hat, vorstellen, das sehr, sehr eng mit Migration zu tun hat. Es geht um das eben eröffnete Museum Friedland am historischen und auch aktuell genutzten Ort des Grenzdurchgangslagers bei Friedland, bei Göttingen, Entschuldigung. Ich habe meinen Vortrag genannt Überlagerungen, weil, wie Sie im zweiten Teil sehen werden, es um die Geschichte eines Flüchtlingslagers gehen wird. Überlagerung jedoch wird sich auch in verschiedenen anderen Weisen durch diesen Vortrag ziehen als Idee. Das Museum und die Migration überlagern sich. Verschiedene Formen, Zeiten von Migrationen kommen im Museum miteinander in Betracht, in Verbindung. Und insofern sind Überlagerungen, man könnte auch sagen Überblendungen, Schichten etwas, was mich sehr interessiert und womit ich auch, das wird man am Ende sehen, in der praktischen Ausstellungsarbeit gerne arbeite. Zu Beginn nun aber eine kleine Geschichte. Eine Geschichte von flüchtigen Spuren und ja auch Überlagerungen von Menschen in Bewegungen und den Eigenheiten des Museums. Michel Tournier erzählt in seinem Roman La Goutte d'Or, zu Deutsch der Goldtropfen, vom Berberjungen Idris, der seine entlegene Oase verlässt, um eine Pariser Fotografin zu suchen, die in der Wüste ungefragt ein Bild von ihm gemacht hatte. Auf seiner Reise gerät er in allerlei befremdliche Situationen und so mischt er sich einmal auch unter eine Touristengruppe beim Besuch des natur- und völkerkundlichen Sahara-Museums. Tournier beschreibt die Szene folgendermaßen, Zitat: Idris fand sich alsbald im ersten Saal des Museums wieder, der mit Glasschränken ausgestattet und von präparierten Tieren bevölkert war. Der Führer begleitete seine Worte mit weit ausholenden Gesten und lief hierhin und dorthin, wobei er im Ton eines Marktschreiers einen Gag oder Witz nach dem anderen von sich gab. Idris war ganz Ohr. Er hörte einem Vortrag zu, von dem jeder Satz, jedes Wort ihn anging. Zitat Ende. Der Rundgang führt dann unter anderem zu einer Ausstellung über den Ernährungsbereich der Sahara-Wohnstätte und die Geschichte folgt, geht weiter. Zitat, der Führer erklärt dann, Zitat, hier also sehen Sie die Miniküchen-Essecke des Oasenbewohners, fuhr der Führer fort. Küchengeräte, Mörser und Stößel, mit deren Hilfe man Datteln, Henna und Myrrhe zu feinem Pulver zerstoßen kann. Hier sehen Sie auch die Mühle aus Muschelkalk und die Siebe mit den Löchern für das Saatgut. Idris machte große Augen. Alle diese Dinge, jetzt unwirklich sauber, zu ihrem ewigen Wesenskern erstarrt, unberührbar, zu Mumien geworden, sie alle waren in seiner Kindheit, seiner Jugend um ihn gewesen. Vor nicht einmal 48 Stunden hatte er noch aus dieser Schüssel gegessen, hatte er seine Mutter noch diese Mühle drehen sehen. Am Ende gelangt die Gruppe dann an eine Vitrine mit Schmuck, den der Führer wieder sachkundig erläutert, und die Episode endet dort folgendermaßen.
Als die Besucher zu gehen begannen, trat Idris dicht an den Glasschrank heran. Diesen Silberschmuck hatte er an seiner Mutter gesehen, an seinen Tanten, an anderen Frauen in Tabelbala. Fotos zeigten Gesichter in ritueller Gesichtsbemalung und fast hätte Idris ihnen vertraute Vornamen geben können. Als er schließlich von der Scheibe des Glasschrankes zurücktrat, sah er darin ein Bild aufschimmern, einen Kopf mit üppigem, schwarzem Haar, mit schmalem, verletzlichem, bangem Gesicht, ihn selber, der in solch verschwimmender Gestalt in dieser ausgestopften Sahara weilte. In der kleinen Geschichte stößt man unwillkürlich auf einige einschlägige Vorstellungen und Urteile, auch Vorurteile über das Museum. Skizziert ist das Bild einer folgenreichen Trennung von Museum und Leben. Die Wirklichkeit auf der einen, das Museum mit seinen unwirklich sauberen Dingen auf der anderen Seite. Konkretes, Bewegtes hier, Erstarrung, Essentialisierung dort. Musealisierung als Mumifizierung. Beschrieben ist das Gefälle zwischen der gelösten Stimmung und dem Wissensdrang der unbeteiligten Beobachter und auf der anderen Seite der Scheu, ja Verstörung dessen, von dem es heißt, dass jedes Wort ihn anging. Angedeutet ist damit das Problem der Repräsentation, insbesondere der Repräsentation fremder Kulturen. Wer, was, wie viel findet sich darin wieder? Wer repräsentiert wen und für wen? Wie sieht es aus mit den Machtbeziehungen zwischen Repräsentierenden und Repräsentierten? Das Museum als Ort der Versicherung und Entsicherung von Identitäten, der Produktion von Vorstellungen vom Selbst und den anderen, als Ort verschwommener, ja flüchtiger Bilder, die gleichwohl einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, bei den Einzelnen und in der Gesellschaft im Ganzen. Als Horizont und Hintergrund jeder Form von Repräsentation gilt es, diese Fragen und Aspekte im Kopf zu behalten, wenn nun von der Darstellung von Migration in Museen und Ausstellungen die Rede sein soll. Nun zum generellen Befund. Migration, so möchte ich meinen, hat Konjunktur im Museum. So viel lässt sich gefahrlos behaupten, und es lässt sich nicht nur leicht behaupten, sondern mit einem ganz kurzen Blick auf den Ausstellungsbetrieb der letzten wenigen Jahre auch ganz leicht belegen. Wenn die Auseinandersetzung mit Migration auch kein ganz neues Terrain in der deutschen und auch in der internationalen Museumslandschaft ist, so haben sich die Aktivitäten in den letzten Jahren doch erheblich verdichtet und das Thema ist gleichsam salonfähig geworden. Wenn ich ein Jahr nennen sollte, an dem das in Deutschland augenscheinlich wird, würde ich das Jahr 2005 nehmen. Damals zeigte das Deutsche Historische Museum, vielleicht erinnern Sie sich, hier in Berlin gleich drei Ausstellungen aus dem Komplex Migration. Unter dem Obertitel Zuwanderungsland Deutschland war zum einen die Ausstellung Die Hugenotten zu sehen, zum anderen eine Gesamtschau deutscher Einwanderungsgeschichte in der Longue Durée unter dem Titel Zuwanderungsland Deutschland Migrationen 1500 bis 2005. Danach kam die zuvor im Haus der Geschichte in Bonn weilende Schau Flucht, Vertreibung, Integration. Und teilweise gleichzeitig zu dieser lief gegenüber im Kronprinzenpalais die Ausstellung Erzwungene Wege, Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts. Damals ein Projekt, das dann nicht weiter verfolgten oder realisierten Zentrums gegen Vertreibung. Kurz zuvor war in Köln die groß angelegte und ambitionierte Ausstellung Projekt Migration gezeigt worden. Seither gab es zahlreiche Projekte, die auf die eine oder andere Weise das Thema Migration bespielten, in lokaler, regionaler und nationaler Perspektive, in historisch langer oder kurzer Sicht, mit Blick auf spezifische Geschichtsgruppen oder Formen der Migration, wie auch immer definiert, aktivistisch oder staatstragend, no budget bis mit riesigen Budgets ausgestattet etc. Zuletzt zeigte etwa das Haus der Geschichte in Bonn eine Schau unter dem Titel Immer bunter, Einwanderungsland Deutschland, die ab Ende Mai auch wiederum hier im Deutschen Historischen Museum zu sehen sein wird. Die Aktivitäten sind dabei, das können Sie sich vorstellen, nicht auf Ausstellungen begrenzt. Auch Vermittlungsprogramme und punktuell Sammlungsprojekte einzelner Häuser stellen sich ein. Der Deutsche Museumsbund etwa widmete 2012 seine Jahrestagung diesem Themenfeld. Ein Arbeitskreis Migration wurde gegründet und verschiedene Förderprogramme aufgelegt.
Dass diese Konjunktur nicht auf Deutschland beschränkt ist, lässt sich leicht vorstellen. Relevanter erscheint mir aber auch noch der Hinweis, dass sich die Musealisierung von Migration nicht nur in temporären Ausstellungen oder Projekten ausdrückt, sondern dass sich um und für den Komplex der Migration auch eigene Museen zu gründen beginnen. Vorläufer finden sich hier bereits seit den 80er Jahren in den klassischen Einwanderungsländern, etwa USA, Kanada, Australien, aber auch im Nachbarland, in unserem Nachbarland Frankreich, mit dem Musée de l'Histoire de l'Immigration 2005 oder 2007 eröffnet. In diesen Häusern wird, das jetzt wirklich ganz kurz gesagt, das ist das Thema meiner erwähnten Dissertation, in diesen Einwanderungshäusern wird, so meine These, Migration vielfach als die verbindende nationale Meistererzählung präsentiert. Und die Einwanderungsmuseen lassen sich insofern in dieser Perspektive als neue Nationalmuseen in einer globalisierten Welt deuten. In Deutschland gibt es in dieser Hinsicht nur zarte bzw. verzagte Ansätze. Zugleich aber auch gibt es Häuser wie etwa das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven oder bald vielleicht das Haus der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung im Deutschlandhaus am Anhalter Bahnhof, die Migrationen dann in ganz unterschiedlichen Art und Weisen, in der einen oder anderen Form, jeweils zum thematischen Mittelpunkt haben. Bevor ich auf die Ursachen dieser Konjunktur und einige Deutungen komme, möchte ich noch einmal einen Blick zurückwerfen auf das Museum bzw. auf das Phänomen der Musealisierung. Es gibt da, und das schließt an die Vorstellung, die Tournier im Goldtropfen präsentiert, es gibt da diese berühmte Passage bei Adorno zu Beginn seines Aufsatzes Valéry Proust Museum, in der heißt das, ich zitiere, der Ausdruck museal hat im Deutschen unfreundliche Farbe. Er bezeichnet Gegenstände, zu denen der Betrachter nicht mehr lebendig sich verhält und die selber absterben. Sie werden mehr aus historischer Rücksicht aufbewahrt als aus gegenwärtigem Bedürfnis. Museum und Mausoleum verbindet nicht bloß die phonetische Assoziation. Museen sind wie Erbbegräbnisse von Kunstwerken. Sie bezeugen die Neutralisierung der Kultur. Musealisierung wäre demnach der bewusst betriebene Prozess des Absterbenlassens, also gleichsam aktive Sterbehilfe für überkommene gesellschaftliche Phänomene, denen damit sozusagen die letzte Ruhe verpasst wird. Was wäre in diesem Verständnis Musealisierung der Migration? Ich möchte den Begriff dezidiert anders fassen als Adorno. Zweifellos richtig an seiner Bemerkung ist der Hinweis, dass das Museum oder vielleicht, kurzer Einschub, vielleicht sprechen wir besser mit Tony Bennett, einem der Museumshistoriker und Theoretiker, die ich am meisten schätze, sprechen wir lieber vom Exhibitionary Context, der Exhibitionary Complex, ein Archipel von Institutionen, die sich das Zeigen, das Ausstellen, das Präsentieren von Themen und Geschichten zur Aufgabe gemacht haben, weit über das Museum hinaus auch etwa Vergnügungsparks oder andere Formen, Völkerschauen, alle möglichen Dinge des Präsentierens umfassen. Also, dass dieser ausstellerische Komplex Objekte, Themen, allgemein gesellschaftliche Phänomene transformiert, indem er sie in sich aufnimmt. Diese Einschätzung teile ich mit Bennett, mit Adorno. Von der Vorstellung, dass Repräsentationen, und darum geht es ja nicht zuletzt, so etwas wie Spiegel der Wirklichkeit seien, dürften wir uns inzwischen längst verabschiedet haben. Doch bedeutet diese Transformation automatisch Degeneration und Entsorgung, wie in der kulturkritischen oder pessimistischen Sicht von Adorno dargestellt? Ich glaube das nicht. Musealisierung ist aus meiner Sicht ein durchaus nach vorn gerichteter, ein produktiver Prozess, wobei produktiv nicht als Wertung gemeint ist, sondern in dem Sinne, dass etwas produziert wird. Museen sind Produktionsstätten von Deutungen und Bedeutungen und Musealisierung ist der Prozess des Einschreibens spezifischer Bedeutungen von spezifischer Relevanz und Virulenz im Rahmen und mit den je eigenen Mitteln dieser Institution. Nun vielleicht, um den Kontext abzurunden, zu der Frage, wie kommt nun diese altehrwürdige Institution Museum überhaupt zur Migration? Was sind die Ursachen der derzeitigen Entwicklung? Zweifellos wird man da bei jedem einzelnen Projekt sehr genau nach den
Beweggründen, auch nach den lokalen Bedingungen, nach den Triebkräften fragen müssen, aber einige Faktoren scheinen mir doch übergreifend wirksam zu sein. Als erstes, zuvorderst, kommen vor dem Hintergrund des Jahres 2015 sicherlich ganz selbstverständlich die ganz aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in den Blick. Ich würde den Rahmen allerdings weiter fassen und generell das Stichwort, das Schlagwort, den Diskurs der Globalisierung nennen. Ungeachtet dessen, wie man dieses Phänomen versteht, ob man darin eine neue Qualität globaler Vernetzung sehen will oder nur eine neue Auflage und begriffliche Modernisierung jahrhundertealter globaler Tauschverhältnisse, ist nicht zu verkennen, dass es sich dabei im Heute um einen prägenden Diskurs handelt und dass Migration darin einen elementaren Bestandteil stellt. Unabhängig davon also, ob es mehr globale Wanderungsbewegungen gibt als zu früheren Zeiten, ist Migration zweifellos ein heißes Thema. Es steht im Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit und schlägt sich als solches auch in der Themenwahl von Museen nieder, die ja immer von aktuellen Verhältnissen geprägt ist. Zweitens wäre zumindest für den deutschen Kontext, das gilt aber sicherlich, wenn man genauer schaut oder etwas übersetzt, für andere Länder ebenso, wäre auf die Integrationsdebatte im engeren Sinne zu verweisen, zu der Museen ihren Beitrag leisten wollen oder sollen, Stellung beziehen wollen oder auch sollen. Ich betone dieses sollen ganz dezidiert, weil diese Initiativen vielfach durchaus politisch induziert sind. Es gibt etwa seit 2007, ich glaube, es haben nicht allzu viele mitbekommen, aber es gibt so etwas wie einen nationalen Integrationsplan, in dem alle kulturellen Institutionen, unter anderem eben auch die Museen, aufgerufen werden, ihren Beitrag zur Integration zu leisten. Man kann das auch auf die Gegenwart, auf das Heute beziehen. Im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise wurde etwa im Bundeskulturministerium oder bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM, wurden sehr schnell Förderprogramme aufgelegt, um sich, und das gilt für wiederum alle kulturellen Sparten, mit dieser Thematik Flüchtlingsaufnahme, Integration von Flüchtlingen etc. zu befassen. Und auch da werden die Museen aufgerufen, werden in gewisser Weise in Dienst genommen, nehmen sich selbst aber natürlich auch in die Pflicht, dann auch gegen Entwicklungen wie Rassismus, Ausgrenzung etc. Aktiv zu werden. Zum Dritten, ein dritter Komplex, mit den ersten beiden Punkten eng verbunden, ist die Musealisierung von Migration auch ein Zeichen für und ein Effekt von gewandelten Identitäten, sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene. Wenn sich immer mehr Großstädte, nehmen Sie Frankfurt, nehmen Sie Berlin, als multikulturelle Metropolen sehen und auch inszenieren, oder wenn ein Land wie Deutschland, wo jahrelang die Vorstellung eines ethnisch homogenen Nationalstaats hegemonial war, nun weitgehend konsensuell als Einwanderungsland begriffen wird, dann drückt sich dies auch in möglicherweise zeitverzögert, aber doch relativ unmittelbar in gewandelten Formen der Repräsentation aus. Häufig bedingt ein solch gewandeltes Selbstverständnis dann eine Suche nach bislang übersehenen oder ignorierten Spuren von Migration und ist nicht selten im Sinne einer Invention of Tradition, um mit Eric Hobsbawm zu sprechen, also einer historischen Legitimierung und Verankerung gegenwärtiger Vorstellungen, Fragen und Werte. Dass sich diese Entwicklung auch im Museum niederschlägt, ist kein Zufall, denn dieses ist ja von jeher ein Ort der Konstruktion von Identitäten und eines zukunftsgerichteten Selbstentwurfs. Anstöße zu solchen Neubestimmungen kommen nicht zuletzt von Migrantinnen und Migranten, beziehungsweise vielleicht sollte man besser formulieren, Postmigrantinnen und Postmigranten selbst. Erstarkendes gesellschaftliches Selbstbewusstsein und damit einhergehend vehementer eingeforderte Ansprüche auf Repräsentation können damit also als weiterer Faktor gelten. Hier vielleicht ein ganz kleiner historischer und geografischer Schlenker. Wenn man etwa auf die USA der 60er Jahre blickt, dann ist das Ethnic Revival von großer Bedeutung. Also das sozusagen die Wiederbesinnung auf ein Einwanderererbe von einer zweiten und dritten Generation von Immigranten, die anders als ihre Eltern oder Großeltern
sich nun bewusst als Bindestrich-Amerikaner sehen, Polish Americans, Italian Americans etc. Und das dann eben auch zunächst in eigenen kulturellen Foren, in Community Centers, Community Exhibitions etc. Ausleben und zeigen, aber zunehmend auch Forderungen stellen, dass ihr spezifisches kulturelles Einwanderungserbe oder historisches Erbe eben gesichtet, gesichert wird, sichtbar wird. Für Deutschland könnte man diskutieren, ob es etwas Ähnliches gibt. Zweifellos würde ich denken, dass es in einer postmigrantischen Generation, die in Deutschland angekommen ist, anders als ihre Großeltern beispielsweise, und die sich auch selbstbewusst auf dieses migrantische Familienerbe, die Geschichte, die Tradition bezieht, vielleicht stärkere Ansprüche und Forderungen oder auch eigene Initiativen für Repräsentation gibt, als das vielleicht in früheren Generationen der Fall war. Das alles sind sozusagen Initiativen, die aus den migrantischen Communities oder Initiativen, wie auch immer man das nennen möchte, selbst herauskommen. Als fünften Punkt, der die Musealisierung von Migration begünstigt, sind Entwicklungen im Museum selbst sowie damit verbunden in der Geschichtswissenschaft und verwandten akademischen Disziplinen zu nennen. Seit Mitte der 80er Jahre setzte sich eine Bewegung der neuen Museologie in Theorie und Praxis gegen ältere Formen der Beschäftigung mit Museen ab. Auf der Ebene der Theorie wurden nun Funktionsmechanismen und gesellschaftliche Bedeutung von Museen stärker kritisch reflektiert, und aus der entstehenden Debatte resultierten auch Impulse für eine kritischere, reflektiertere Museumspraxis. Insbesondere Fragen nach der Konstruktion von Einschluss und Ausschluss, nach Machtbeziehungen, sowohl auf der Ebene des Zugangs zu Museen, Einschluss, Ausschluss, als auch der Repräsentation, wurden zentral, und soziale Integration, Social Inclusion, wie es oft heißt, entwickelte sich zum neuen Leitbild. Flankiert und begünstigt wurden diese Bemühungen von Perspektivwechseln in der Wissenschaft mit einem wachsenden und sich ausdifferenzierenden Feld der Migrationsforschung. Das sind so einige jetzt Entwicklungen der letzten Jahre, Jahrzehnte, die meines Erachtens mit dazu beigetragen haben, jenseits der je spezifischen, wie erwähnt, lokalen Faktoren bei einzelnen Projekten, dass wir jetzt einen Anstieg dieser Migrationsrepräsentation auch in dieser ja sehr trägen, sehr alten, sehr schwerfälligen Institution des Museums sehen. Ausgehend von jenem generellen Trend komme ich nun von der Beschreibung zur Analyse und Kritik, und zwar im Hinblick auf zentrale Modi der Repräsentation. Wie also wird Migrationsgeschichte in Ausstellungen dargestellt? Was sind bevorzugte Ansätze und dominante Erzählmuster, Narrative? Ich konzentriere mich dabei auf Ausstellungen. Das Museum ist an sich ja ein viel breiter gefächerterer Kosmos. Und hier auf vier wiederkehrende Muster, sehr, sehr schematisch, sehr systematisch, holzschnittartig, mag man auch sagen. Dazu lege ich gerne vorab auch meinen eigenen spezifischen Standpunkt, meine Position offen. Ich halte grundsätzlich für konzeptionell fraglich Ausstellungen, die, wie wohlmeinend auch immer, aus einer mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive heraus einen Dualismus von wir und die anderen konstruieren und damit in aller Regel eingefahrene Kategorisierungen reproduzieren. Als eine erste Variante erscheint mir hier die Präsentation von Migration im Modus der Ethnohistorie, der Zuwanderungsgeschichten, Geschichte einzelner Herkunftsgruppen also. Die 50-jährigen Jubiläen der Anwerbeabkommen in den Jahren 2005 bis 2011 haben diesen Zugang, der an sich ein sehr traditioneller ist, einmal mehr an die Oberfläche gespült. Und er hat auch seine Qualitäten. Er knüpft an eben solche Jahrestage an, bietet einen relativ leicht handhab- und vermittelbaren Fokus, schafft Anknüpfungspunkte mit und für identifizierbare Communities und würdigt gleichsam exklusiv und zielgerichtet deren Geschichte. Also etwa, wenn Sie eine Ausstellung machen über die türkische Zuwanderung im Ruhrgebiet von 1961 bis heute oder Polen in Berlin von A bis Z. Das ist das, was ich einen ethnohistorischen Zugang nenne, der, wie gesagt, seine gewisse Vorteile hat. Die problematischen Seiten, denke ich, sind allerdings ebenso evident. Der Ansatz vermittelt allzu leicht den Anschein klar abgegrenzter und abgrenzbarer Herkunftsgruppen, tendiert mithin zur Ethnisierung, Kulturalisierung und auch Homogenisierung disparater Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten
Und er akzentuiert, oft unwillkürlich, auch eine dichotome Trennung von Mehrheitsgesellschaft und ihren jeweils abgesonderten Minderheiten. Hier die Deutschen, sozusagen der normale Kern der Gesellschaft, dort satellitenartig die Türken, Spanier, Griechen etc. Eine Perspektive, die insbesondere den postmigrantischen Realitäten der Migrationsgesellschaft in keiner Weise gerecht wird. Wenn gut gemacht, bietet der Ansatz eine Vorlage zur Dekonstruktion überkommener Klischees und Kategorisierungen durch eben die Enttäuschungen geweckter Erwartungen, etwa indem Heterogenitäten von Erfahrungen, Selbst- und Fremdwahrnehmung innerhalb einer scheinbar gegebenen Community-Herkunftsgruppe herausgestellt werden. Wenn er schlecht gemacht ist oder standardmäßig, dann zeigt er Anklänge an eine moderne Völkerschau. Kaum subtiler scheint mir ein Ansatz, der Migration, hier verstärkt und meist exklusiv Einwanderung, im Modus der multikulturellen Beitragsgeschichte verhandelt. Populär und augenscheinlich ist diese Variante als Ansammlung vielfältiger Dinge, die Migranten, Migrantinnen mit sich brachten, und zwar im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Ich habe leider kein Bild beiziehen können auf die Schnelle, aber vielleicht waren Sie schon einmal in einer Ausstellung, in der es um Migration geht, und vielleicht haben Sie diese Vitrinen vor Augen, wo ganz viele Dinge sind mitgebracht von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Das ist dann sozusagen ein Potpourri von kulturellem Erbe, was in dieser einen Vitrine dann vereinigt wird. Charakteristisch für diese Displays ist häufig die Zusammenschau verschiedenartiger Objekte, häufig auch eine ostentative Buntheit und ein Hauch von häufig ins Kulinarische driftender Exotik. Ich will an dieser Stelle zumindest noch das Plakat der jetzt ins DHM kommenden Ausstellung des Hauses der Geschichte zeigen. Über die Ausstellung selbst kann ich jetzt im Detail hier nicht sprechen, aber das Plakat, ganz abgesehen davon, dass es aus meiner Sicht scheußlich ist, das muss ich an der Stelle mal sagen, aber gut, zeigt das genau im Grunde genommen diese Ethnisierung, Kulinarisierung, Kulturalisierung, die gleichzeitig auch eine Abspaltung ist von Migrationserfahrungen in der Gesamtgesellschaft. Was wir hier sehen, auch der Titel schon immer bunter, ich habe noch nie begriffen, warum Migration oder auch Migrationen bunt sein sollen, und dann eben hier sagen, das Mitgebrachte, die Döner, man sieht rechts daneben, ist es ein Thai-Restaurant, und dazwischen sieht man Bier und anderes, was offenbar das, die deutsche Kultur signifizieren soll. Das ist das, wie hier die Einwanderungsgesellschaft ins Bild gesetzt wird. Ins Bild gesetzt ist dabei die Vorstellung einer Bereicherung, also sozusagen auch leicht konsumierbar, der Gesellschaft durch die lebendige Kultur der Migrantinnen und Migranten und das, was sie im positiven Sinne mitbringen. Als Stichwort einer Kritik jener wohlmeinenden Bilder der Einwanderungsgesellschaft seien nur die Tendenz wieder zur Ethnisierung und Folklorisierung genannt. Die Konstruktion, vielfach wenn es dann um mehrere solcher Gruppen oder eindeutig kodierten Bilder und Objekte nebeneinander geht, ein nebeneinander säuberlich abgegrenzter statischer Herkunftskulturen, das, was der Kulturwissenschaftler Ghassan Hage einen zoologischen Multikulturalismus genannt hat, sowie die Vorstellung von Migrantinnen und Migranten als Zusatz, gar Dekoration einer im Kern, also klar erkennbar, aber Zusatz zu einer im Kern unverändert und homogen gedachten Gesellschaft. In diesem Sinn kritisiert etwa der australische Historiker Ian McShane neben der harmonisierenden Tendenz einer solchen Fassung, dass sie dazu neige, eine schiefe Dichotomie zwischen bereichernder und bereicherter Kultur zu konstruieren. Die Mehrheitsgesellschaft des jeweiligen Einwanderungslandes würde als depraviert, verarmt dargestellt, während sie tatsächlich eine dominante Stellung einnehme und in der Lage sei, die Economy of Otherness nach Gutdünken zu kontrollieren. Darüber hinaus weisen seit Jahren gerade auch Migrantinnen und Migranten selbst auf die negativen Effekte dieses Multikulturalismus hin, wie sie mit der Zwangsjacke der Kultur, der Anforderung zur Authentizität und dem Druck zur Vereinheitlichung verbunden sind. Zu verstehen ist dies aus meiner Sicht jetzt keinesfalls gegen oder als Plädoyer gegen den Einsatz und das Arrangement von Exponaten im Allgemeinen. Notwendig wäre allerdings die Abkehr von einer Material Culture of Cultural Contribution,
einer Präsentation von Einwanderungsgeschichte als bunter Strauß migrantischer Beiträge und die Hinwendung zu einer Darstellung, die auch Spannungen, Ambivalenzen, Widersprüche sichtbar macht und fortwirkende Vorurteile und Rassismen, ökonomische Marginalisierung, das Scheitern von Migrationsbiografien etc. thematisiert, die in einer Feier kultureller Beiträge in aller Regel unterzugehen drohen. Das mag nun klingen wie ein Plädoyer für einen Modus der Repräsentation von Migration und Migrationsgeschichte, der sich ganz zugespitzt als Opfergeschichte bezeichnen ließe. Auch hier überwiegen die Zweifel. Opfergeschichte wäre ein Ansatz, den man auch vielfach in Ausstellungen sieht, zum Teil in aktivistischen Projekten, die ganz stark abheben auf Flüchtlingselend, ökonomische Marginalisierung, Ausgrenzung, Rassismus, unter der die Migrantinnen und Migranten leiden, zu leiden haben. Auch daran überwiegen die Zweifel. Zeigt diese Variante doch auch eine offene Flanke zum Othering? Migrationsgeschichte als Opfergeschichte verkennt nicht nur die transnationalen und transkulturellen Energien der Migration, sondern verdinglicht allzu oft auch die Einzelnen als passive Erdulder ihres Schicksals und überschreibt ihre eigene Handlungsmacht, ihre Agency, ihre Stimme und subjektiven Strategien mit dem nicht selten paternalistischen Pathos ihrer Fürsprecher. Schließlich ein letztes Wort zum derzeit wohl verbreitetsten Ansatz in Migrationsausstellungen, der Präsentation des Themas anhand von Biografien. Dieser Zugang scheint mir bei allen unbestrittenen Stärken auch nicht unbedingt der Königsweg. Das kann daran liegen, dass ich selbst schon sehr viele Ausstellungen mit Biografien gesehen habe und mich in gewisser Weise etwas daran satt gesehen habe, auch wenn natürlich die Nähe, die Biografien, auch die Emotionalität, die Biografien erlauben, unbestritten von Vorteil sind. Im Feld der Migration habe ich zusätzliche Bedenken, denn der biografische Ansatz neigt in gewisser Weise zur Verlagerung des Migrationskomplexes in die Einzelnen, mithin zur Personalisierung eines gesellschaftlichen Verhältnisses. Migrationsgeschichte wird zur Migrantengeschichte mit klar identifizierbaren Trägerinnen und Trägern und erfordert umgekehrt die notwendige Markierung in der Ausstellung, in gewisser Weise die Aussonderung Einzelner als Migrantinnen und Migranten. Diese Problematik lässt sich womöglich aufbrechen, indem zum Beispiel über einen weiten Migrationsbegriff unerwartete Konstellationen geschaffen werden. In dem Haus, in dem ich in gewisser Weise groß geworden bin, in dem ich meine erste Stelle hatte, Haus der Geschichte Baden-Württemberg, gibt es eine Ausstellungseinheit in der Dauerausstellung, wo es um Migrationen geht. 12 Koffer von Menschen, die entweder nach Baden-Württemberg gekommen sind oder von dort weggegangen sind, quer durch die Zeiten. Und was natürlich dann schon interessant ist, ist, dass da eben die Flüchtlingsfrau aus dem Jahr 1948 neben dem Flüchtling aus Syrien heute steht. Dass man die Auswandererbiografien mit ins Boot gezogen hat und in gewisser Weise über ein breites Spektrum, über einen weiten Migrationsbegriff ungewöhnliche Konstellationen erzeugt, die für manche doch auch sehr, die Augen öffnen. Gleichwohl werden die Menschen, die dort gezeigt werden, eben als Migrantinnen und Migranten sozusagen vollumfänglich, als ewige Migranten in gewisser Weise gezeigt und die Repräsentierten, es wäre notwendig zu zeigen, dass sie eben in diesem Migrantin-Migrant-Sein nicht aufgehen, was unter einer dezidierten Klammer, dies ist die Abteilung Migration oder dies ist die Ausstellung zu Migration, tatsächlich nicht ganz einfach ist. So, was aber können konzeptionelle Alternativen sein? Ich möchte einen, bevor ich zu meinem eigenen Projekt komme, einen Ansatz noch vorstellen, der mir sehr reizvoll erscheint und der auch in verschiedenerlei Hinsicht schon durchbuchstabiert worden ist. Es geht im Gegensatz zum biografischen Ansatz, um einen topografischen Ansatz, ein Einsatz, der nicht einzelne Menschen, Biografien in den Mittelpunkt stellt, sondern Orte in den Mittelpunkt stellt. Migrationsgeschichte also ganz im Sinne des vor einiger Zeit ausgerufenen Spatial Turns als eine Erzählung der Verknüpfung von Zeiten, Verhältnissen mit Orten und Räumen. Zu nennen wäre als nach wie vor eher direkte Variante das Projekt der hier in Berlin
Route der Migration. Vielleicht haben Sie sie gesehen vor einigen Jahren, die an exemplarischen Orten, etwa am Oranienplatz oder auch am Halleschen Tor, Tiefenbohrungen in die Schichten und Geschichten der Stadt unternahm und darüber ganz interessante Konstellationen unterschiedlicher Migrationsbewegungen zum Vorschein brachte. Zu nennen wäre auch das kulturanthropologisch, künstlerisch, aktivistisch orientierte Projekt Crossing Munich, das neuralgische Punkte der bayerischen Landeshauptstadt anhand von Archivmaterial, ethnografischen Raumbegehungen und Interviews unter die Lupe nahm. Beleuchtet wurden etwa der Bahnhof als urbaner Knotenpunkt diverser Mobilitäten von Einwanderern, Tagespendlern, Touristen und Geschäftsleuten, aber auch als Arbeits- und Lebens-, Aufenthalts- und Grenzort und das quer durch die Zeiten. Nennen darf ich vielleicht zumindest ganz kurz auch mein eigenes Projekt, das erwähnt wurde. Stadt der Vielfalt zum Stadtjubiläum Berlin, 775 Jahre, als Open-Air-Ausstellung auf dem Berliner Schlossplatz. Was wir gemacht haben, dort, wo jetzt das Schloss gebaut wird, eine Fläche von 50 auf 50 Metern mit einem großen Stadtplan Berlins versehen. Und es wurden dann 150 Orte auf diesem Stadtplan markiert, an denen Migrationsgeschichten erzählt wurden, durch 8 Jahrhunderte. Besucherinnen und Besucher, auch Touristinnen, auch, wie ich meine, erstaunlich viele Berlinerinnen und Berliner, die ansonsten ja selten in diese Ecke der Stadt kommen, sind dorthin gegangen, sind die Stadt sozusagen im Modell abgelaufen und immer wieder über Orte und Geschichten gestolpert. Und da war sozusagen um die Ecke vom Hugenotten war dann eben der Flüchtling von heute und dann die Jüdin, die fliehen musste, etc. Man wusste nicht, auf was man stößt, weil die Stadt sozusagen das Konzept und die Ordnung vorgegeben hat, nicht ein vorgefasstes Konzept. Die Dauerausstellung des Berliner Kreuzberg-Museums nimmt in ihrer Darstellung ebenfalls den Stadtraum zum Ausgangspunkt. Unter dem einschlägigen Titel Ortsgespräche, Stadt, Migration, Geschichte untersucht sie zum einen, ganz ähnlich der Projekte, die ich genannt habe, an ausgewählten Orten die historischen Überlagerungen von Migrations- und Stadtgeschichte. Zum anderen bringt sie, basierend auf einer Vielzahl ganz detailliert geschnittener Interviews, Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks über ihre Erfahrungen und Erinnerungen mit zahlreichen Orten ins kollagierte Gespräch. Und erzeugt daraus ein subjektives und multiperspektivisches Panorama, das sich Besucherinnen dann mittels iPod und Karte quasi en passant erschließen können. Also Sie gehen durch diese Ausstellung, Sie können sich entscheiden, einer Person zu folgen oder einem Thema zu folgen oder einfach so wiederum modellhaft durch den Bezirk zu flanieren. Und Sie stoßen dann auf Orte, an denen Menschen etwas erzählen, was sie an diesen Orten erlebt haben, empfinden, erinnern etc. Die Herkünfte der Interviewten oder auch ihr rechtlich-politischer Status, Stichwort Illegalisierte, wenn eine Frau erzählt, sie steht am Cottbuser Tor, sie sieht einen Autounfall, sie kann aber nicht da bleiben und helfen, weil sie keine Papiere hat und Angst hat, dann selber in Schwierigkeiten zu kommen. Diese übergreifenden Aspekte scheinen gelegentlich durch und färben naturgemäß die Erzählung. Doch sind sie nicht Ausgangs- oder Fixpunkt, auf die die Einzelnen im Sinne einer repräsentativen Rolle oder eines Typus a priori festgelegt werden. Dass solche ortsgebundenen Zugänge nicht im Lokalen stecken bleiben müssen, zeigt die Ausstellung Mikropolis, Atlas of a Global Situation, die 2009 von Wolfgang Scheppe in Venedig gezeigt wurde. Der Katalog sehr empfehlenswert, 2 Bände, dicke Wälzer, aber wirklich sehr anregend. Anhand von statistischem Material, fotografischen Essays und zahlreichen Interviews spürte dieses Projekt der globalen Mobilität von Menschen, Waren und Bildern am Beispiel des Knotenpunkts Venedig nach. Durch die Kartierung der Stadt entlang der Parameter von Bewegung und Begegnung gelang ihr dabei auch eine natürliche Verknüpfung von Ebenen und Reichweiten der Analyse von lokal über national bis hin zu global.
Was alle fünf Fälle in Verbindung mit, doch auch jenseits ihres topografischen Ansatzes auszeichnet, ist ihr Interesse an komplexen Parallel-Verflechtungs-Überlagerungsgeschichten, in denen die scheinbar klaren Grenzen zwischen verschiedenen Migrations- und Mobilitätsformen sowie zwischen Migration und Sesshaftigkeit verschwimmen bzw. sich gegenseitig produktiv beleuchten. Im Gegensatz zu essentialisierenden Deutungen betonen sie die situativen und prozessualen Dimensionen von Migration und lassen diese im Idealfall in ihrem historischen, politischen, sozialen, rechtlichen, ökonomischen Konstruktionscharakter erkennen und diskutierbar werden. Im Gegensatz zu dem altbekannten, ich sage mal 90er-Jahre-Sound von Identität und Alterität, der in der etwas erneuerten Formel von der kulturellen Diversität nur schlecht verkleidet wiedergeht, zeigen diese Projekte eine hohe Sensibilität für Neukonstituierungen des Sozialen und des Politischen in der Migrationsgesellschaft. Damit wirken sie auch dem entgegen, was Wolfgang Kaschuba schon vor etlichen Jahren als Kulturalisierung des Sozialen auch und gerade im Hinblick auf Migrationsphänomene analysiert und kritisiert hat. So, weil wir jetzt bei Orten sind oder waren, tausche ich jetzt meine Rollen und der Migrationswissenschaftler, Analytiker tritt in den Hintergrund und ich will Ihnen zumindest noch in 10 Minuten, 15 Minuten das aktuelle Projekt des Museum Friedland vorstellen. Ich will gleichwohl, auch wenn ich an der Stelle natürlich befangen bin und wenn die Unzulänglichkeiten und die spezifischen Deutungen, auch die problematischen Facetten, die wir mit unserer Repräsentation aufmachen, absolut notwendig zu diskutieren sind, ich kann das nicht leisten, selbstverständlich. Gleichwohl will ich darin einige Punkte ansprechen, die vielleicht über diesen Einzelfall hinaus relevant sein mögen, die sich mit dem Skizzierten verbinden und die man im Anschluss sicherlich auch diskutieren könnte. Zunächst zu Friedland. Sagt jemandem von Ihnen der Ort etwas? Ich sehe hier ein gewisses Nicken. Manche mögen schon mal vom Grenzdurchgangslager Friedland gehört haben. Ich bin sicher, ich mache das jetzt nicht allzu pädagogisch hier, auch aus verschiedenen Gründen. Es gibt, so viel kann ich sagen, das ist interessant, wenn man vor Ort Führungen macht, ganz mannigfaltige, unterschiedliche Bezüge zu diesem Ort, die sich aus der Geschichte natürlich ergeben. Ich möchte ganz kurz die Geschichte skizzieren des Ortes, für diejenigen natürlich auch, die damit weniger vertraut sind. Und ich starte mit einem Zitat von Elisabeth Heimpel, der Frau des Göttinger Historikers Hermann Heimpel, die als Ehrenamtliche 1956 in Friedland gearbeitet hat. Sie sagt, wenn ein Geschichtsschreiber des 21. Jahrhunderts Bilder aus deutscher Vergangenheit beschreiben wollte, wenn er Orte suchte, an denen sich die Geschichte besonders anschaulich verdichtete, so böte sich ihm neben Berlin Friedland, genauer das Lager Friedland. Ich finde dieses Zitat von vor über 60 Jahren sehr charmant, weil wir natürlich die Geschichtsschreiber des 21. Jahrhunderts sind und uns jetzt unsere Gedanken darüber machen können, auf welche Weise und inwieweit tatsächlich diese Bilder deutscher Vergangenheit im Ort Friedland sich widerspiegeln. Elisabeth Heimpel hatte natürlich den Zweiten Weltkrieg vor Augen und die Rückkehr der letzten Kriegsgefangenen, was ein riesiger Event war an diesem Ort in Friedland. Wir können jetzt aber natürlich ganz andere Aspekte noch mit beiziehen, im Wissen um das, was in den 70 Jahren der Existenz dieses Lagers passiert ist. Wenn ich 70 Jahre sage, dann verweist das darauf, dass das Grenzdurchgangslager Friedland direkt im Nachgang des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde. Am 20. September 1945 genau gesagt, wurde es eingerichtet von der britischen Besatzungsbehörde zur Kanalisierung, zur Kontrolle auch der massenhaften Kriegsfolgewanderungen in dieser Zeit. Es waren ja Millionen von Menschen um das Jahr 1945 in Europa, in den vier Besatzungszonen unterwegs. Und an den Schnittstellen, an den Übergängen der Zonen wurden Transitorte, Kontrollstellen, Lager eingerichtet, um die Menschen sozusagen zu kontrollieren, aber auch zu kanalisieren. Im Grunde genommen vom Gesamtphänomen her, abgesehen davon, dass die Grenzen heute andere sind und dass die Verfahren heute andere sind, nicht so viel anders wie das,
wofür Erstaufnahmeeinrichtungen heute noch zuständig sind, eine große Masse von Menschen durch spezifische Orte schleusen, sie dort mit Papiere ausstatten, sie registrieren, ihre Daten aufnehmen und sie dann weiterleiten an andere Orte. Das war die Aufgabe dieses Grenzdurchgangslagers Friedland, das damals nur Lager Friedland hieß, von seiner Gründung 1945 an. Und bereits in den ersten 3 Monaten kamen 550.000 Menschen durch dieses Lager. In den ersten 4 Jahren der Existenz, 1945 bis 1949, waren es 1,8 Millionen Menschen, die durch das Grenzdurchgangslager Friedland gegangen sind. Es waren Flüchtlinge, Vertriebene, Ausgewiesene aus den Reichsgebieten östlich von, ehemaligen Reichsgebieten östlich von Oder und Neiße. Es waren Displaced Persons, es waren Evakuierte, die im Zuge des Bombenkrieges auf die Dörfer, aufs Land gegangen waren und jetzt zurückströmten, zurück wollten in ihre Heimatorte. Es waren entlassene deutsche Kriegsgefangene, die von West nach Ost, aber von Ost nach West in großem Großteil, aber auch von West nach Ost gegangen sind. Das ist weniger bekannt, dass auch viele Menschen der Zeit, gerade wenn sie etwa evakuiert waren aus Sachsen, Leipzig, Dresden, aus anderen Städten, dass sie eben auch in dieser frühen Zeit von den Westzonen in den Osten gegangen sind. 1,8 Millionen Menschen in den ersten 4 Jahren. Bekannt geworden, überregional bekannt geworden, ist das Lager durch die sogenannte Heimkehr der letzten 10.000. Die Rückkehr der letzten Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion, die in 2 Wellen, 1953-54 und 1955-56, entlassen wurden, die kamen in Friedland an, weil Friedland damals das letzte verbliebene Entlassungslager für ehemalige Wehrmachtsangehörige war. Mit ihnen kamen auch Zivilinternierte, also politische Gefangene, die in der sowjetischen Besatzungszone verhaftet worden waren und ebenfalls in Lager in die Sowjetunion geschickt worden waren, mit zurück. Unter diesen Rückkehrenden waren ganz normale Männer sozusagen, um mit Christopher Browning zu sprechen, Wehrmachtsangehörige, die als Soldaten an der Front waren, an der Ostfront am Ende des Krieges im Wesentlichen, von denen man nicht weiß, inwieweit sie auch in den Vernichtungskrieg der Wehrmacht persönlich involviert waren. Es war aber auch ein großer Prozentzahl von NS-Kriegsverbrechern, von SS-Funktionären, von Aufsehern und Funktionsträgern in KZ- und Vernichtungslagern mit dabei. Das wurde in dieser Zeit an diesem Ort, in diesem triumphalen Empfang der Rückkehr der letzten 10.000 in keiner Weise reflektiert. Das Lager Friedland hat aufgrund dieser Erfahrungen schnell oder dieser Ereignisse schnell, schon in den frühen 50er Jahren, den Topos oder den Begriff des Tors zur Freiheit bekommen. Ein Mythos, der sich in gewisser Weise bis heute hält. Er war streng eingebunden in ein antikommunistisches Selbstbild der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Das Narrativ ging in gewisser Weise so und hält sich bis heute. Aus der Unterdrückung, aus dem Osten, aus den Lagern, aber auch aus der SBZ und aus der DDR kamen die Menschen durch das Tor zur Freiheit, Friedland, in den Westen und lebten weiter happy ever after sozusagen. Was darin weniger beachtet wurde, war eben, dass mindestens 300.000, 400.000 Menschen auch von West nach Ost gegangen waren, also sozusagen durch die andere in die andere Richtung durch dieses scheinbare Tor. Und natürlich auch, dass dieses Lager keinesfalls eingerichtet war, um Menschen in Empfang zu nehmen, zu versorgen, zu betreuen. Das waren alles Arbeiten, die auch geleistet wurden. Es war aber im Wesentlichen eben ein Ort der Migrationskontrolle, der politischen Steuerung von Migrationen. Die Geschichte geht weiter, dass in den 60er Jahren, in den 50er Jahren auch erste internationale Flüchtlinge ankommen, etwa Menschen, die nach der Ungarischen Revolution das Land verließen und Asyl bekamen in Deutschland. Es waren zum kleineren Prozentsatz aber auch Flüchtlinge und Zuwanderer aus der DDR in Friedland. Die große Geschichte, die in den 50er Jahren vor Ort beginnt, ist eigentlich die der Aussiedlerzuwanderung. Seit 1950 kommen ethnisch Deutsche zunächst aus Polen, dann verstärkt auch aus der Sowjetunion im Lager Friedland an. Und es wird zu einem der Hauptaufnahmeorte für Aussiedlerinnen und Aussiedler bis heute.
immer wieder, dann auch in den 70er Jahren, internationale Flüchtlinge, etwa Anfang der 70er Jahre Exilanten aus Chile, die vor dem oder nach dem Pinochet-Putsch fliehen mussten, die äußerst kontrovers empfangen wurden. Man sah sozusagen Aufwiegler, Revolutionäre, Umstürzler jetzt hier kommen und das in dieser ohnehin politisch aufgeladenen Situation in der Bundesrepublik in den frühen 70er Jahren. Das war alles andere als Konsens, dass man diese Flüchtlinge aufnehmen sollte. Ganz anders Ende der 70er Jahre mit der Aufnahme von Boat People, wo die humanitären Erwägungen ganz stark in den Vordergrund traten. Das Elend der Flüchtlinge auf dem südchinesischen Meer wurde breit in den Medien dargestellt. Und so kamen einige Tausend über Friedland in die Bundesrepublik. Nach dem Fall der Mauer waren verstärkt Aussiedlerinnen und Aussiedler aus der Sowjetunion dann in Friedland. Insgesamt sind es 2 Millionen, also 4 Millionen Menschen gehen durch Friedland, 2 Millionen davon Aussiedlerinnen und Aussiedler, die Hälfte etwa aus Polen, die Hälfte aus der Sowjetunion. Und seit 2011 ist das Lager Friedland auch Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende, für Flüchtlinge in internationalen Hilfsprogrammen, etwa dem UNHCR Resettlement Programm und weiterhin auch bundesweit einzige Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Das Interessante ist in gewisser Weise, und so existiert, das muss man immer dazu sagen, dieses Lager als Erstaufnahmeeinrichtung nach wie vor. Und dazu ist nun eben dieses Museum gekommen. Vielleicht kann ich an der Stelle auch noch mal ein Wort zur Musealisierung sagen, denn die Initiative, dieses Museum einzurichten oder den historischen Ort Friedland zu würdigen, wurde eigentlich gefasst vom Niedersächsischen Landtag 2006 vor dem Hintergrund der Annahme, dass in nicht allzu ferner Zukunft dieses Lager seine aktive Funktion aufgeben wird, dass es geschlossen werden wird, weil eben immer weniger Aussiedlerinnen und Aussiedler kommen und weil man insofern dann diese Einrichtung nicht mehr brauchen würde. Klassisches Musealisierungsphänomen, nicht anders wie mit der Industriekultur. Die Zechen werden geschlossen. Man hat den Eindruck, da war aber was historisch Bedeutsames. Was macht man? Ein Museum. So ähnlich war es im Grunde genommen mit der Zuwanderungsgeschichte im Grenzdurchgangslager auch. Aufgrund politischer Entscheidungen, nämlich ab 2011 auch Asylsuchende, internationale Flüchtlinge, die immer schon vorher mal angekommen waren, aber jetzt auch administrativ wirklich hier planmäßig kommen zu lassen über Friedland, hat sich diese Situation verändert und jetzt sind wir in einer sehr speziellen, sehr herausfordernden, aber wie ich finde auch sehr spannenden Situation, dass das Museum mit seiner Aufgabe des Sicherns, des Sammelns und vor allem aber auch des Zeigens von Geschichte direkt angrenzend ist an eine Erstaufnahmeeinrichtung, wo täglich Menschen aus allen Teilen der Welt ankommen. Die Ausstellung ist platziert im historischen Bahnhof von Friedland. Wir haben diesen Bahnhof, den ich einen Glücksgriff finde, weil ein Bahnhof natürlich immer, es wurde vorhin schon erwähnt, vom Weggehen, vom Ankommen, vom Kreuzen, von Wegen erzählt, umgebaut in ein modernes Museum. Die Ausstellung ist chronologisch und thematisch zugleich strukturiert. Sie beginnt mit dem frühen Kapitel, wo es gleichzeitig aber auch geht um die Frage, wozu sind Lager da in gewisser Weise, nämlich genau zu dem, was ich beschrieben habe, zum Verteilen von Papieren, Austeilen von Scheinen. Überlagerung, wenn Sie es erkennen können, ein bisschen zu hell hier, spielen eine große Rolle in der Ausstellungsarchitektur. Wir arbeiten viel mit Fotografien, die Massen von Menschen zeigen, die in Überlagerungen, aber auch Schichten von Migrationen zeigen, die gleichzeitig ein großes Bild ergeben und darin eingesprengselt mit sehr emotionalen, sehr anrührenden Dingen von einzelnen Arbeiten, die dann eben auch individuelle Geschichten mit in den Blick bringen. Dass dieses Lager immer ein bürokratischer Ort war, des Ordnens und des Sortierens von Menschen, bringen wir in Inszenierungen wie dieser hier zum Ausdruck. Hier geht es speziell um die Geschichte des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes, der bis heute eine wichtige Funktion hat bei der Zusammenführung von Menschen, die durch Krieg getrennt werden. Aber es geht auch generell um diese Frage, wie gesagt, des Ordnens und Sammelns und Sortierens. Der Rückkehr der Kriegsgefangenen haben wir eine raumgreifende Medieninstallation gewidmet. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein Raum 30 Quadratmeter, der ungefähr in dieser Größe mit wechselnden Filmen bespielt wird, in denen wir versuchen, im Grunde genommen die
die dokumentarischen Bilder, die Diskurse, die Deutungen, die über diese Wochenschauberichte im Wesentlichen und die Zeitungsberichte geprägt wurden, selbst in den Dialog zu setzen und letztlich dekonstruktiv zu behandeln. In einem Treppenhaus, muss ich nicht weiter darauf eingehen, immer wieder die Überlagerung auch von konkreten Geschichten mit größeren Diskursen. Man kann es schlecht sehen hier aber an der Wand. Das ist eine große Wand, die im Grunde genommen die Auszüge aus Bundestagsdebatten zur Zuwanderung in den 80er Jahren zeigt. Und sie bildet in gewisser Weise die Kulisse für die sehr aufgeladene Diskussion, in welche Richtung das Land und in welche Richtung aber auch dieses Lager gehen soll. Bei der Frage, nehmen wir deutsche Zuwanderer aus, Aussiedlerinnen und Aussiedler, was auch immer Deutsch heißt in diesem Zusammenhang, da müsste man spezifischer darauf eingehen, oder sind auch internationale Flüchtlinge berechtigt, zu uns zu kommen? Wie halten wir es mit dem Grundrecht auf Asyl etc.? Dieses ganze diskursive Summen und Surren, das im Bundestag, aber auch in der Gesamtgesellschaft da immer stärker wurde, bildet eben auch den Hintergrund unserer Darstellung. Und wir enden letztlich in einem Raum, der das Grenzdurchgangslager selbst in Bild setzt, 4 Innenräume, symptomatische, ikonische Räume, die Kantine, ein Freizeitraum, es gibt einen Wartesaal und es gibt noch eine Unterkunft, werden hier leer gezeigt und Sie hören dazu über iPad-artige Geräte die Stimmen von Menschen, die heute im Jahr 2016 im Grenzdurchgangslager sind, die an diesem Ort, ganz ähnlich wie es in diesen Projekten, die ich vorhin genannt habe, berichten, wie es ihnen geht, was sie denken, was sie wünschen, wo sie herkommen, aber auch ganz banale Geschichten wie, es ärgert mich, dass in meiner Unterkunft ständig nicht aufgeräumt wird, die anderen machen nicht sauber, ich muss mich immer drum kümmern. Aber in diesen alltäglichen Geschichten wird ganz viel von auch der Frage, wo bin ich und wie geht es mit mir weiter, deutlich, ohne die Einzelnen auf ihre Kultur oder auf ihren spezifischen rechtlichen Status zuzuschneiden. Wir erweitern dann diese Ausstellung auf das Gelände des Grenzdurchgangslagers. Dort stehen einige Mahnmale, Denkmale aus den 50er und 60er Jahren. Dieser Ort ist nicht nur von verschiedenen Schichten der Migration geprägt, sondern auch von verschiedenen diskursiven Schichten. Und er ist ein Erinnerungsort geworden, bei dem aber nur spezielle Ankommende gewürdigt werden. Man sieht keine Denkmale, wie Sie sich vorstellen können, zu den Flüchtlingen aus Chile in den 70er Jahren. Man sieht auch keine Manifestationen der 2 Millionen Aussiedlerinnen und Aussiedler gekommen sind. Dieser Ort ist ganz geprägt von dieser Geschichte der 50er Jahre, Tor zur Freiheit, der Rückkehr der Kriegsgefangenen. Und wir wollen das auf Rundgängen durch das Lager deutlich machen und zugleich aber eben auch die aktuelle Situation von Aufnahme, Erstaufnahme, politischen Verhältnissen der Migrationspolitik in den Blick nehmen. Diese Nissenhütte, so sahen die einfachen Unterkünfte in den 40er, frühen 50er Jahren vor Ort aus, die mitten im Lager steht, wird von uns als ein Projektraum genutzt, wo wir im Grunde genommen mit den Menschen, die heute im Grenzdurchgangslager leben, sei es als Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aus Nachfolgestaaten der Sowjetunion oder als Asylsuchende oder Resettlement-Flüchtlinge, wo wir mit ihnen arbeiten, diskutieren und auch die Besucherinnen und Besucher mit ihnen in Kontakt bringen werden. Hier ein Bild von der Eröffnung. Tarek Kahaf, ein Jeside aus dem Irak, wie ich ganz interessant finde, er wollte sich explizit, weil ich so viel über Kulturalisierung gesprochen habe, es ist ja ein Porträtprojekt, Menschen werden in einer Umgebung, wurden 16 Personen in der Umgebung, die sie sich selbst gewählt haben, fotografiert und dann redigierte Gespräche geben Einblicke in ihr Leben, in ihre Persönlichkeit, in die Frage, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Und für mich war es sehr interessant, weil er sich für das Foto ganz explizit in seiner jesidischen Tracht zeigen wollte. Wir waren zunächst etwas zurückhaltend, weil wir sozusagen genau nicht diesen folkloristischen Touch in die Porträts bringen wollten. Aber für ihn war das ein wichtiger Ausdruck seiner Kultur und dessen, wo er herkommt und was ihn beschäftigt. Bei der Eröffnung stand er dann so daneben und ich denke genau auch in diesem Zusammenspiel ergeben sich dann die interessanten Diskussionen. Ich will schließen mit einigen Punkten, die man diskutieren könnte, wahrscheinlich nicht mehr am heutigen Abend, aber die vielleicht tatsächlich über diesen Ort Friedland hinaus die
interessant sind und die wir versuchen dort zu bearbeiten. Es geht genau um die Frage, wie Schichten und Geschichten von Migration an bestimmten Orten zusammengehen können und die Chancen, die sich daraus ergeben. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Sie wissen vielleicht, dass es ja das Projekt hier Stiftung Flucht und Vertreibung, Flucht, Vertreibung, Versöhnung gibt, wo es große Mühen gibt, dass wie soll ich sagen, die Geschichte der deutschen Flüchtlinge und Vertriebene ins Verhältnis zu setzen zu anderen Migrations- und Fluchtbewegungen. Das mag spezifische Gründe haben, da mögen politische Gründe eine Rolle spielen, geschichtspolitische Vorstellungen. Es ist aber auch ein konzeptionelles Problem, weil man sozusagen im White Cube, in Tabula Rasa diskutieren muss, wie stricken wir ein Konzept, wo diese Dinge tatsächlich sinnvoll, harmonisch, nachvollziehbar zusammengehen. An einem historischen Ort wie Friedland besteht auch die Problematik, ein schlüssiges Konzept zu erzeugen. Aber die Überzeugungskraft des Ortes, im Übrigen auch der Konsens, dass all diese Gruppen, die irgendwann mal durchgekommen sind und die Menschen dort einen Platz haben und ein Recht haben, gezeigt zu werden, ist viel, viel größer. Das heißt, die Chance, genau über diesen Ort und über die Konstellationen, über diese Schichten, auch Dinge miteinander ins Verhältnis zu setzen, die man in einer in einem neutralen Spektrum viel schwerer argumentieren kann, möglicherweise. Das ist eine große Chance, die wir zu nutzen versuchen. Zu nutzen versuchen wir auch die Idee des Fluchtpunktes. Fluchtpunkt Friedland ist unsere Ausstellung betitelt. Wir schauen sehr konkret auf den Ort, aber man kann von da ausgehend tatsächlich global Geschichten des 20. Jahrhunderts erzählen. Wir schauen nach Chile, wir schauen nach Vietnam, wir schauen in die Krisenherde der ganzen Welt von heute aus. Dieser ganze Ort, diese ganze Ausstellung ist stark aus der Migration und aus der Perspektive der Migration heraus gedacht. Sie sagen jetzt nach dem, was ich Ihnen vorgestellt habe, das mag ja klar sein, wir hatten lange schwere Diskussionen, auch mit unserem wissenschaftlichen Beirat, inwieweit, und man kann da nach wie vor durchaus unterschiedlicher Einschätzung sein, inwieweit nicht diese frühe Geschichte, der Zweite Weltkrieg, die Folgen des Zweiten Weltkriegs, diese 50er-Jahre-Debatte um oder entwickelnde Erinnerungskultur, das zentrale Thema in Friedland sind. Und man kann dafür viel Argumente finden. Wir haben sehr bewusst gesagt, ein Museum im Jahr 2016 muss im Grunde genommen aber den Migrationsaspekt stark machen, weil das ist, was gegenwartsorientiert uns tatsächlich auch die Möglichkeit bietet, zu diskutieren, Vermittlungsprogramme aufzubauen etc. Der politische Zugriff ist ganz wichtig, fernab des Kulturalisierenden. Und zweifellos, das Entscheidende ist die Frage, wie wir das Museum ins Verhältnis setzen zu diesem aktiven Ort, eine Erstaufnahmeeinrichtung. Ich lade Sie alle ein, einmal dorthin zu kommen und die Geschichte und die Gegenwart der Migration am selben Ort zu erleben. Und wir sind tatsächlich auch angewiesen auf kritisches Feedback. Viele haben gesagt, das ist ein Zoo-Effekt. Sie können Menschen nicht sozusagen erst ins Museum schicken, ihnen die Geschichte der Migration zeigen, mit Schautafeln, mit Objekten, mit Fotografien. Und dann gehen sie durch eine Erstaufnahmeeinrichtung und schauen sich dann sozusagen die echten Migrantinnen und Migranten an. Das ist eine große Herausforderung und wir sind da noch sehr, sehr am Testen und Arbeiten. Und ich bin sehr interessiert daran, dass sich vielleicht auch Studierende finden, die uns dort kritisch begleiten. Aber das Potenzial ist unglaublich groß und auch das Feedback, das wir von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Grenzdurchgangslagers bekommen, dass sie auf diese Art und Weise in Kontakt kommen. Und wenn er noch so kurz sein mag, mit Menschen, die ansonsten mit Flüchtlingen vielleicht nicht viel zu tun haben, die nicht neben einem Flüchtlingsheim leben etc., das ist sehr wertvoll. Und ja, ich kann Sie an dieser Stelle nur einladen, kommen Sie mal vorbei. Und ja, Dankeschön.